Schönen guten Morgen wieder mal, Sonnenschein hier auf Lanzarote. Ja, um was geht's heute? Wir sind jetzt eine Woche auf Lanzarote gewesen. Was hat sich bewährt, was wir mitgenommen haben? Um das geht es nämlich heute. Ich bin die Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und mehr gibt's nach dem Intro. Was hat sich bewährt, was wir diese Woche mitgenommen haben? Wir sind ja jetzt eine Woche auf Lanzarote und ihr habt im vorherigen Video sicher schon gesehen, was wir alles mitgenommen haben. Ein paar Sachen mussten wir zu Hause lassen, weil das einfach dann doch zu schwer war. Und jetzt seid ihr sicher gespannt, was hat sich bewährt, was kann man jetzt mitnehmen und was wäre doch besser, wenn wir es zu Hause gelassen hätten. Wir haben da hinten ein paar Sachen schon einmal aufgeschlichtet. Das Handy habe ich in der Hand. Das ist natürlich das Erste, was das Wichtigste ist, was jetzt mitgehört, weil man da einfach super irgendwas aufnehmen kann. Man kann sich präsentieren, man kann anrufen, man hat Internet. Also über das muss ich ja gar nicht großartig reden, über das Handy. Aber da gibt es noch ein paar andere Sachen, die vielleicht für euch sehr wertvoll sind. Von dem kleinen Stativ her ist das ist leicht, die Daniela hat noch ein leichteres, unbedingt mithaben, wenn ihr irgendwas fotografieren möchtet, wie zum Beispiel am Abend die Lichter, dann braucht ihr einfach etwas, wo ihr was draufstellen könnt. Hier könnt ihr zum Beispiel auch Stories machen, weil halt hier die Handyhalterung noch mit drauf ist. Also das würde ich unbedingt bei jeder Reise mitnehmen. Das Stativ, das was jetzt bei der Daniela oben ist, da ist halt die Frage, möchtet ihr Videos machen, möchtet ihr zum Beispiel Landschaftsaufnahmen machen, zum Beispiel das Meer aufnehmen, dann ist es eine Empfehlung, auch das große Stativ mitzunehmen, wenn man das eben nicht benötigt, weil man einfach sagt, okay, ich möchte Urlaub machen, ich möchte einfach nur so ein paar Sightseeing-Fotos machen, dann braucht ihr nicht unbedingt ein großes Stativ. So, das Handy kann man schon einmal in diese Tasche reingeben. Diese hat sich auch super bewährt, weil da geht sich ein Handy aus, da geht sich eine Powerbank aus, da geht sich ein Gimbal aus. Also von dem her war das echt eine praktische Tasche, die habe ich jetzt vor der Reise nochmal gekauft. Von dem her, also diese Größe ist wirklich praktisch für einfach ein bisschen herumfahren. Diesen Tipp habe ich selbst einmal bekommen. Eine Tasche, fällt mir gleich mal alles runter, weil da so viel Zeugs ist. Diese Tasche einfach für das ganze Kabelzeug zu verwenden. Ihr könnt euch vorstellen, das Handy braucht ein Kabel, der Gimbal braucht ein Kabel, der Ton braucht ein Kabel. Also da gibt es so viel Kabel und wenn man das alles in die große Tasche reingibt, dann hat man ein großes Chaos und man findet gar nichts mehr. Und von dem her ist es echt eine Empfehlung, so eine Tasche, eine Kabeltasche, sich zuzulegen. Da ist alles drinnen. Ihr könnt sehen, ich habe da jede Menge an Zeugs, die ich dann brauche. Und da ist halt einfach dann alles drinnen zusammen und kann dann quasi schon in die Fototasche und es passt. Also das ist auch eine klare Empfehlung. Was ich euch noch empfehlen würde, ich habe einen Fotohafen, wo ich quasi auf meine Fotos auch weltweit zugreifen kann. Hier ist aber dann der Tipp, nehmt euch trotzdem noch eine externe Festplatte mit, weil oft, wenn man Fotos hier raufladet auf diesen Fotohafen, dauert es Zeit, weil es doch mit den Fotos größere Datenmengen sind oder vor allem, wenn ihr dann auch Videos macht. Da ist die Empfehlung, dass ihr halt entweder auf dem iBook oder also auf dem Laptop die Videos und Fotos speichert, aber noch einmal auf die externe Festplatte, damit sie nicht verloren gehen. Und zu Hause könnt ihr ja diese dann wieder auf eure größere Festplatte zum Beispiel speichern. Also diese ist auch immer mit. Hier ist die Empfehlung, ich habe diese gekauft, weil die ist ein bisschen größer, als man sonst jetzt schon gewöhnt ist. Dieses Gummi, wenn da irgendwas runterfällt, ist sie einfach super geschützt. Also von dem her habe ich mir für diese entschieden, weil da einfach ein super Halt hat da drinnen. Was gibt es sonst noch? Diese Powerbank ist ein bisschen schwerer, geht sich aber super in diese Handtasche aus
Und das würde ich einmal sagen, das ist auch der Tipp, der beste Tipp der Woche, weil das habe ich zuvor noch nicht gehabt oder nicht so oft genützt. Diese Powerbank hat wirklich super Kraft, kann einiges aufladen. Du kannst es mitnehmen, der Gimbal gehört immer wieder aufgeladen, das Handy gehört immer wieder aufgeladen. Vor allem, wenn ihr einen Trip macht, der den ganzen Tag dauert, da kann es schon passieren, dass man schnell einmal, dass der Akku leer wird. Und hier mit dem passenden Kabel dazu habt ihr dann die Möglichkeit, einfach das Handy dann anzustecken, reinzugeben. Wenn ihr was essen geht, wenn ihr was anderes macht, kann es super währenddessen geladen werden. Also diese Powerbank vom Anker ist wirklich super, ist trotzdem noch handlich. Und diese ist zum Beispiel auch beim Flug, habe ich sie mitgehabt, dass ich mit dem iBook arbeiten kann oder mit dem Handy arbeiten kann. Und das wird trotzdem die ganze Zeit geladen und wird nicht leer. Also von dem her, das ist mein Tipp der Woche für euch, dass ihr euch überlegt, wenn ihr auch zu Hause irgendwo unterwegs seid, eine Powerbank einfach mitzunehmen. Mit was wir dieses Mal sehr viel gearbeitet haben, ist der Gimbal. Und das ist ein neuer Gimbal, der ist diesmal noch kleiner geworden und von dem her geht er super in die Handtasche rein. Für was verwendet man einen Gimbal? Einfach, dass man ruhigere Bewegungen, ruhigere Sequenzen machen kann. Also wenn ihr auf Reisen seid, wir haben zwei Kameras mit, aber gerade für Video. Und wenn man hier nicht so geübt ist, dann verwackelt man sehr viel. Das heißt, überlegt euch, wollt ihr wirklich die Videos mit der Kamera machen oder doch mit dem Handy, weil es halt einfach leichter geht. Und da ist halt einfach dieser Gimbal mein Tipp. Der hat sich jetzt zu dem Vorgängermodell von DJI nochmal eine, wie sagt man dazu? Teleskopfunktion, das ist so wie ein Selfie-Stick funktioniert und man kann den einfach für sich selber dann halt auch verwenden und dann Videos machen. Also der ist wirklich super und hat sich echt schon bewährt, macht große Freude mit dem auch zu filmen. Man bringt einfach ganz andere Sequenzen zusammen. Ja, für alle, die jetzt noch mehr wissen möchten über diesen Gimbal, wir haben diese Woche auch ein Video gemacht bzw. einen Kurs aufgenommen für Reels. Wenn hier Interesse besteht, lasst es mich wissen. Und ja, das waren jetzt einmal die Tipps, was wir empfehlen können. Also diese Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, sind unsere wichtigsten Tipps, die wir empfehlen können. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir ein Like da oder abonniert meinen Account, der ist gratis auf YouTube. Da seid ihr immer up to date und erfahrt immer neue Videos, neue Tipps für Foto, Video und auch mit dem Handy. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir werden heute noch einen Trip machen, weil die Sonne hier so, also es ist total warm hier auf Lanzarote und wir werden es noch ein bisschen genießen. Ich hoffe, ihr könnt den Tag auch genießen. Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.